smart man. I'm about to show you now. For humanity's sake, it's time for a change. So I'm gonna break out. I put these heroes to shame. So get out of my way, or your team will get laid out. Yeah. I'm a rebel like I'm my own cause. I'll crush your little ORs. I get adrenaline rush when I come in with a thrust and hit him with uppercuts, leaving your bone scarred. Winston knows I got a reason to fight. My mission, leave him bleeding, he's bleeding for life. My people know I'm a beast, my power levels increase. Ultimate's ready to feast, his immediate strike. Ah! Should've never let me out. They try to keep me behind the wall. Ready, get ready now. This is where the Overwatch will fall. I'm gonna grind him into the ground. You got a moment, you better get down. You are not going another round. I'm about to show you. You know I'm never playing around. I'm putting them up and laying them down. So now, you better say it loud. What's my mission? I'm about to show you now. For humanity's sake, it's time for a change. So I'm gonna break out. I put these heroes to shame. So get out of my way, for your team will get laid out. Yeah. Every battle makes me stronger. Me and my team getting ready for a showdown. Full speed ahead, we will never slow down. I'm a tank and I'm ready for war. And when I swing, I'ma settle the score. Yeah, I've said it before, I'm Reinhardt. I'm a veteran, better than your crew. My hammer knocking dead in the jaw. Watch out, force can be deadly. Blows is too heavy. Are you ready? Crush. All of my enemies gonna fall. Bust. Me and my team is ready to brawl. Rush. I'm gonna slam them into a wall and rattle them to the core from Ilios to Nepal. Run. Into the middle of all the action. Stunts. Everyone dying for my impaction. One. Man on the mission, I'm about to kill them. Yeah, you better think it over, cause I'm the best around. You'll need 1,000 soldiers when the hammer comes down. I'm bigger, better, stronger. You're laying on the ground. You will not last much longer when the hammer comes down. No shattering, battering ram. The opposition is scared, they scattered and ran. When I charge, intimidating and large. Step into the arena, you leave them with battle scars. Feel the burn from the fire strike, and one of us is gonna die tonight. You. I got a barrier field, so don't try me. I am the shield, you better get behind me. Going into battle, better wait for me. Standing next to me is a safe place to be. I got my eye on the target, I'm calm and steady. Torbjorn is about to get my armor ready. I see Mercy in the corner, about to slam her down. Widowmaker too high, she's a camper now. But hey, that's okay, got the answer, pal. Everybody gather round, I'm about to bring this hammer down. All of my enemies gonna fall. Bust. Me and my team is ready to brawl. Rush. I'm gonna slam them into a wall and rattle them to the core from Ilios to Nepal. Run. Into the middle of all the action. Stunts. Everyone's dying for my impaction. One. Man on the mission, I'm about to kill them. Here I come. Yeah, you better think it over, cause I'm the best around. You'll need 1,000 soldiers when the hammer comes down. I'm bigger, better, stronger. You're laying on the ground. You will not last much longer when the hammer comes down. I put my enemies to the test. Yes, I'm gonna hit them right in the chest. Yes, this is the reason that I'm alive. Somebody is gonna die, I'm gonna lay them to rest. Yes, I put my enemies to the test. Yes, I'm gonna hit them right in the chest. Yes, I got a victory on my mind for this contest. I will never settle for less. I am unstoppable. Yeah, you better think it over, cause I'm the best around. You'll need 1,000 soldiers when the hammer comes down. I'm bigger, better, stronger. You're laying on the ground. You will not last much longer when the hammer comes down. Yeah, you better think it over, cause I'm the best around. You'll need
on destruction, hardwired just to kill. Yeah, carnage is the only function. No, this is not a drill. Stroke it, I'm Nick O'Rourke. He's taking you down. The last of his kind of bird by his side. He's causing a shove. You all have been warned. Initiate tank mode. Configurations decked out in ironclad, surpassing all your expectations. Don't wanna make you mad. Stroke it, I'm Nick O'Rourke. He's taking you down. The last of his kind of bird by his side. He's causing a stop. You all have been warned. Initiate tank mode. Kill them all, Bastion. Ja, das passt ja, würde ich sagen. Hallihallo, Hallöle, jetzt auch mit Sound. Ja, ich begrüße euch recht herzlich zum dritten Match der Fun Recovery League heute zwischen der Hulk Nation und den Rage Angels. Da wird sicherlich einiges an sehr teamorientierten Gameplay zu sehen sein. Und ich bin wahrlich gespannt, was die beiden heute so auf die Beine stellen. Oder in dem Falle mal die 12. So von Anfang an. Ich heiße euch, wie gesagt, herzlich willkommen und hoffe, dass wir einen schönen Abend zusammen haben, während die beiden hier ordentlich Zunder geben. Ich stelle daher jetzt mal wieder den Punkt mit dem Würfel dar. Hornet ist heute leider nicht da, die Technik daher ein bisschen langsamer als sonst. Hat man gerade ja schon mit dem Sound gemerkt. Und ich hoffe da um euer Verständnis, aber das bleibt halt nicht aus in dem Falle. So, dann würfel ich jetzt das Team Hulk Nation ungerade. Das Team Rage Angels gerade hat die Wahl des Angriffs oder der Verteidigung. Ja, ich habe noch nichts Besseres als diesen blöden Deckel gefunden. Den sollte ich vielleicht zumindest mal irgendwie dekorieren. So, wir haben hier eine 6. Das bedeutet in dem Fall, Team Rage Angels hat die Wahl der Seite bzw. Angriff oder Verteidigung am Anfang. Daher frage ich mal den guten One-Hit. One-Hit. Angriff oder Verteidigung? So, in der Zwischenzeit starte ich für euch mal eben die Wette, denn die Wette kann ja laufen in der Zwischenzeit. Wettet auf euer Lieblingsteam und ja, das macht ihr natürlich mit Karma,
wie es hier üblich ist. Dafür einfach Ausrufezeichen Nation, Bat Nation oder Bat Angels. Naja, das wird gleich nochmal genau angezeigt. Ich lasse das mal für 5 Minuten, ist das jetzt offen. Da werden die Wetten angenommen und danach wird es ja auch mit dem Match so ziemlich losgehen. Also ich meine, wahrscheinlich früher eher. So. An error occurred. Ach ja, das ist jetzt die Sache, was ich meinte mit der Technik. Back to Contest. Kein Problem, wir haben das hier alles drauf. Zack, so, schwupp. Normalerweise würde ich mich jetzt einfach an Hornet wenden und die würde das dann machen. So, es geht von 10 bis 10.000 Karma-Punkte, die ihr setzen könnt. Wenn jemand so viel hat, gibt mir welche ab oder macht selber ein Team. So, rechts, wie gesagt, seht ihr die Regeln und ich schau mal eben. One-Hit sagt Angriff. Dann frage ich ganz direkt Muffin. Ich hoffe, der Bildschirm geht gleich wieder an. Ansonsten wäre das ein bisschen ärgerlich gerade. Muffin, Dorado. Oder Junkertown. Ich bin gespannt, was Magic Muffin sagt. Dorado oder Junkertown stehen zur Auswahl im ersten Durchgang hier. Mein Kaffee ist frisch und heiß. Junkertown soll es sein. Alles klar. Dann will ich mal dafür sorgen, dass die entsprechenden Karten hier weg sind. Junkertown. Junkertown. Zack. Und da haben wir Junkertown. So. Damit haben wir das. Und ich würde mal sagen, ja, wie gesagt, wer wetten möchte, kann das gerne tun. Und ansonsten geht es jetzt gleich los. Ich bleibe noch in diesem Bildschirm, das wisst ihr, bis die Teams sozusagen, ja, bis die Tore sich fast öffnen. Wir haben 1 Minute Delay, darum ist kein Stream-Snipen in dem Fall sinnvoll oder gebräuchlich. Macht euch deswegen also keine Sorgen. Darum frage ich jetzt, alle ready? Go Moody! Super. Einstellungen sind da. Wir haben hier in dem Moment, zack, Swap, zack, den Angriff auf der Seite. Ich hoffe, ich habe den richtigen Bildschirm gleich. Sollte das falsch rum dargestellt werden, muss ich das mal kurz prüfen. Aber wie gesagt, Technik. Gut, dann sag ich hier mal intern 3, 2, 1 und go. Und go. Damit geht es los. Die Teams ziehen hier in Stellung und ich versuche schon mal eine gute Position zu erreichen. Ich versuche des Weiteren natürlich, wie ich es vorher versprochen habe, heute ein bisschen dynamischer zwischen den Charakteren hindurchzuschalten. Gebe mir da Mühe. Wie gesagt, es ist heute alles ein bisschen viel auf einmal. Ich hoffe, ihr vergebt mir da wirklich. Da-da-da-dam. Hat man beim letzten Mal auch mein Gesicht am Anfang gesehen? Ich weiß das gar nicht. Oder war da irgendein Bildschirm? Gut. Ich befinde mich hier erstmal in der Vogelperspektive. Die Charakterwahl läuft noch 2 Sekunden. Und jetzt sind es noch 40 Sekunden bis zum Matchstart. 40 Sekunden bis zum Matchstart. Ich schalte hier also in dem Falle mal rüber. Wundert euch bitte nicht. Ich hoffe, dass so ist, wie es sein soll. Und da haben wir in dem Fall One Hit mit Reinhard, Laserly mit Lucio, Worst Aina mit Aina, Aero mit
Diva, I Click for Heads mit Torbjörn, Mr. Watermelon mit Zaya, Kreuxis mit Orisa, Mr. Knister mit Moira, Midori mit Widowmaker, Gypsy Danger mit Reaper, Moody mit Diva und Magic Muffin erneut mit Brigitte. So. Dann schauen wir doch mal, dass ich das hier gewuppt bekomme. Ne? Zack. So, wir haben hier in dem Fall mal die Sicht über Magic Muffins Schulter. Ich schalte mal auf die andere Seite. Schau hier. One Hit mit einem Raketenschlag einmal rein. Es wird gedrückt, es bewegt sich. Und Midori holt sich I-Click for Heads. Ein Widow-Duell par excellence in dem Falle, würde ich sagen. Und da wird immer noch hart gearbeitet. Ich schalte mal hier, ich versuche wieder durchzuschalten. Wir haben hier Orisa auf jeden Fall, die ordentlich gegenhält. Ich spiele selber sehr, sehr gerne Orisa. Ich weiß von daher, wie anstrengend das sein kann. Und auch, wie effektiv das sein kann, natürlich. So, Diva haut hier auch ordentlich mit drauf. Ulti zu 64% gefüllt, 65%. Und da läuft es weiter. Es ist ein stetes Drücken auf beiden Seiten. Es werden wenig Picks gemacht. Und da hat sich One-Hit Magic Muffin geholt. Und Melon hat sich Kreuzes Booster geholt. One-Hit holt sich dann noch Gypsy Danger. Aero pullt Moody aus dem Mech. Und One-Hit holt sich Kreuzes sowie Worst Aner Moody. Nicht mehr viel übrig. Melon holt sich Mr. Knister. Und I Click for Heads Midori. Da wird neu formiert, da bleibt nichts anderes übrig in der Situation. Aber man sieht auch hier, dass wieder gesammelt wird. Da wird der erste Punkt geopfert in dem Falle, um die Möglichkeit des Sammelns hier zu erlauben. Hulk Nation insgeheim, trotz der vielen alten Hasen, ein ganz, ganz großer Herzensfavorit von mir in der League. Da wirklich sehr, sehr schön koordiniert und mit Herz spielend. Das will ich keinem anderen abstreiten. Das machen andere auch, aber ach, ich mag sie halt irgendwie. So. Ich versuche hier ein bisschen durchzukommen. Zack. Wir haben hier in dem Falle mal I Click for Heads. Das müsste, wenn mich nicht alles täuscht, Careless sein, dessen Account wohl gebannt oder blockiert wurde temporär. Aber das gehört heute zum guten Ton, glaube ich, dass solche Dinge passieren müssen, um auch mal ordentlich zu zeigen, wer man ist. So, zack. Da haut Pharah drauf. Laserly holt sich Kreuxis. Kreuxis holt sich One-Hit. I-Click for Heads holt sich hier Pharah. Midori. Ach, na gut. Dann schauen wir mal. Hier wird ordentlich gegengehalten. Während auf der anderen Seite wieder kräftig gesammelt wird. Rage Angels eben halt auch ein sehr starkes, sehr koordiniertes Team. Da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Und mit großartigen Veteranen ausgestattet. Und da haben wir die Doppel-Diva-Ulti. Moody konnte sich One-Hit holen. I-Click for Heads konnte sich Moody holen. Lucio auf der Payload. Laserly schiebt damit Lucio ordentlich weiter. Worst Aner holt sich Midori und da ist die Payload durch. So, da wird die nächste Verteidigungsbarrikade aufgebaut. 4 Minuten noch zu spielen in diesem Match und die Rage Angels machen das bisher gut, machen da ordentlich Druck und schaffen es auf diese Art und Weise gleich am Anfang Akzente zu setzen, was einfach psychologisch auch wichtig ist, wie wir wissen. Allerdings weiß ich nicht, ob man da bei der Hulk Nation so Erfolg mit hat, mit dem psychologischen, denn die wirken wirklich in jeder Runde sehr aufgeräumt. One-Hit pullt Moody aus dem Mech. Moody hält aus der Distanz ordentlich drauf.
haut da ein bisschen auf die Zeier. Bubble Midori holt sich Laserly und iClick for Heads holt sich Midori. Mr. Knister iClick for Heads und One Hit holt sich Gypsy Danger. Immer noch sehr kompakt stehen sie da an der Payload. Und vor allem mit sehr viel Fleisch. Melon holt sich hier Kreuxes Booster und Aero danach Kreuxes. Ein unangenehmer Umstand für Kreuxes auf jeden Fall. Da geht es bereits auf die Zielgerade. Allerdings ist der Spawn jetzt natürlich erheblich näher und das hat einige Vorteile für sich. Wir haben hier gerade einen brutalen Kill von iClick for Heads an Pharah noch gesehen, am Midori. Und One-Hit holt sich Gypsy Danger, Magic Muffin belebt Midori wieder. iClick for Heads, Moody. iClick for Heads holt sich danach noch Mr. Knister und Worst Aner Kreuxes. Viele, viele Leute an der Payload und da ist sie zum ersten Mal drinne. Da kann man in dem Fall nichts machen. Es steht 0 zu 3. Viel, viel Druck. 2 Minuten 28 noch zu spielen. Wir gehen hier wieder in die Ausgangsposition. Und ich habe durchaus die, wie ich finde, begründete Hoffnung, dass Hulk Nation jetzt mit einem starken Push dagegen hält. Sie haben jetzt Gelegenheit bekommen, sich auf das Team hier einzustellen. Ich cruise hier ein wenig durch die Match-Architektur währenddessen. Und ja, Rage Angels konnte hier ganz klar einen vorlegen mit 2 Minuten 28. Auch wie gesagt, einfach noch ordentlich Zeit übrig, um da in eine etwaige Verlängerung zu gehen. Aber man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben, nicht wahr? So, wir haben hier jetzt die Payload, die sich manifestiert hat. Das bedeutet, ich kann also langsam mal wieder die Übertragung anschalten. Zack. So. Und wir sehen in dem Fall One Hit geht diesmal abermals auf Reinhard Laserly, Brigitte, Worst Aner auf Aner erneut. Aero, Diva, iClick for Heads, Widowmaker, Mr. Watermelon auf Zaya, Kreuxes geht hier auf Reaper, Mr. Knister auf Aner, Midori auf Widowmaker, Gypsy Danger auf Reinhard, Moody auf Zaya und Magic Muffin erneut auf Brigitte. 3 Sekunden noch, 2, 1 und da startet das Match. Da geht der erste Raketenschlag rein und füllt vielleicht ein bisschen die Zaya auf und ihren Angriffsboost. Ich versuche hier in der First-Person-Perspektive zu bleiben. Ist nicht einfach in manchen Fällen. So, da haben wir auf jeden Fall einen ersten Angriff von der Seite. Auch vom Happy hier in dem Fall, der meine Füße belagert. Und liebe Grüße von ihm. Hier fließt Blut. Und zwar jede Menge. Das kann man nicht anders sagen. Da muss neu aufgestellt werden. Die Payload bewegt sich hier leicht zurück. Der erste Angriff, der erste Ansturm ist bereits zurückgeworfen. Und jetzt sieht man hier etwas, was bislang eine Seltenheit beim Team Hulk Nation war. Die ersten zwei splitten sich ein wenig ab und versuchen hier persönlich schon mal Druck zu machen. So, iClick for Heads holt sich Midori aus dem Mech und Aero holt sich die Midori. One Hit, Moody und iClick for Heads Magic Muffin. One Hit, danach noch Gypsy Danger und Laserly Kreuxes. Abermals sammelt man sich und erwartet tiefer zurückgefallen den nächsten Angriff. Ach. Eine Fehlinterpretation meinerseits. Eine Seitenfehlinterpretation. Natürlich hat sich Hulk Nation wieder mal gesammelt gestellt eben. Man mag mir diesen Fehleindruck vergeben in dem Moment. 2 Minuten sind in diesem Match noch zu spielen. 2 Minuten, in denen noch einiges möglich ist. Gypsy Danger hämmert hier durch die Gegend, hat aber eine wahre Übermacht vor sich und kann da in dem Fall auch nicht mehr tun, nicht mehr viel tun. Aero auf der Payload mit Diva
und es wird abermals gesammelt. Auf der anderen Seite spürt man jetzt, dass das Team Rage Angels auf jeden Fall sehr, sehr stark hier vorlegt und auch stark und heiß entzündet ist. Das Setup wurde leicht geändert und da haben wir eine sehr gemeine Ulti, aber weniger erfolgreich als vielleicht erwartet. Aero konnte sich in dem Fall Moody holen und Midori aus dem Mech. One-Hit, Gypsy Danger, Aero, Magic Muffin. Da wird wieder neu gesammelt und da gruppiert man neu. Ich fühle mit euch. Man merkt, die Rage Angels haben sich sehr, sehr stark eingespielt auch und haben womöglich auch die Maps trainiert. Verschiedene Taktiken, auf die auch schon das Team Holy treffen durfte und die hier einfach sehr, sehr variationsreich ausfallen. Aber das hier ist erst der Start und mal ganz ehrlich, das Team Hulk Nation noch lange nicht geschlagen. Wundert euch bitte nicht, gleich wenn der Spielstand hier geändert wird, der hier eventuell oben auch schon angezeigt wird, genau, mit einem 5:3 derzeit, das ist natürlich reichlich verwirrend, bezieht sich aber auf die Punkte auf der Tabelle. Also vergibt uns, auch da ist das Defizit durchaus dadurch vorhanden, dass Hornet mir heute nicht zur Unterstützung stehen kann. Ich bitte um Verzeihung. Damit haben wir den ersten Gewinner, Rage Angels, im ersten Match. Mit einem Play of the Game von Aero, das natürlich gleich gespeichert wird, wie es sich gehört. Und ich versuche mal in der Zwischenzeit in den anderen Bildschirm hier wieder rüber zu kommen. Das wäre nämlich Dufte. So. Da wird noch ordentlich, gehen noch ordentlich Votes über die Bühne. Und ich schalte jetzt mal wieder auf diesen Vogel hier. Hallöchen. Ja, herzlichen Glückwunsch an die Rage Angels, die hier eine dominante Leistung gezeigt haben. Die Hulk Nation immer wieder gut gesammelt, immer wieder kompakt vorgegangen, aber in dem Falle leider, leider am Ende ohne Erfolg. So geht der erste Punkt, das werde ich jetzt mal eben tun, an das Team. Wop, 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 wop. An das Team. Rage Angels. Und nachdem der Punkt verteilt ist, werde ich auch ganz kurz den Gewinner picken. Das Team Rage Angels hat gewonnen, was die Wette angeht. Ich weiß nicht, ob wir Teilnehmer hatten in dem Fall. Verzeiht mir auch, dass ich den Chat nicht im Auge habe gerade. Es ist furchtbar. Ich starte auch gleich die nächste Wette. Die dann auf selbe hinausläuft. Setzt euer Karma weise und ja. Zack, läuft. So. Ich frag mal eben nach, ob jemand eine Pause braucht. Zur Restrukturierung oder irgendwelche Wechsel. Supi! Das ist doch sehr schön. Dann haben wir in dem Fall mal den Wechsel hier. Achso, war ein Moment. Zack, da swappen wir sie mal. So, und wir haben in dem Falle die Frage an One-Hit. One-Hit, was ist dir lieber, Horizon oder Anubis?
Horizon oder Anubis? Die Einstellung kann ich hier schon mal vornehmen in der Zwischenzeit. Es wird heiß diskutiert. Anubis soll es sein. Gut, dann geht es jetzt zum Tempel des Anubis. Heieieiei, ein hartes Match hier. Tempel des Anubis wird angeschaltet, haben wir hier. So, zack, die nächste Wette läuft in dem Falle. Und ja. Die Namen passen wieder nicht zu den Teams. Die Namen passen wieder nicht zu den Teams. Wie die Namen passen wieder nicht zu den Teams? Warum passen die Namen nicht zu den Teams? Wir haben hier die Hulk Nation, wir haben hier die Rage Angels. Natürlich könnte ich den Namen jedes Mal oben wechseln, aber das machen wir ja jetzt in dem Falle mit dem Angriffswechsel. So, und zwar starten wir die nächste Runde in 3, 2, 1. So. Ich frage mal kurz nach, war doch Seitenwechsel. Okay. Dann habe ich es nur zu spät gelesen. Und dann geht es hier in 40 Sekunden los. In 40 Sekunden. Ich muss hier wieder gucken, dass ich in Position komme. Hier am ersten Choke, am ersten Tor, werde ich die Recken erwarten. Und dann gucken wir mal, was passiert. Die Recken, das erinnert mich schon ein wenig an das Weihnachtsspecial, das jetzt ansteht. Aber ich wechsle hier, wie gesagt, jetzt auch in Position. So, genau so muss es nämlich sein. Hoffe ich doch zumindest. So. Und da haben wir den Angriff. Ich bin mir ganz sicher, ich habe irgendwas vergessen. Und da wird gleich kompakt durchgegangen. Hier wird auf dem High Ground defended. Hier ist man oben. Man begegnet sich sozusagen auf der gleichen Ebene. So. Und da wird mal eben abgeschlossen. Team Hulk Nations auf den Punkt. Und Laserly holt sich Gypsy Danger. I click for heads. Midori und Laserly noch Kreuzes. Man formiert sich neu, wie es aussieht. Magic Muffin wird vom Watermelon geholt und iClick for Heads holt sich Moody noch. Sehr schade. Wir gucken mal, hier sammelt man sich wieder vor dem Tor. Sehr, sehr koordiniert, wie man das vom Team Hulk Nation gewohnt ist. Und dann geht's hier wieder rund. Auf der Gegenseite ist man hier auf einer sehr hohen Position wieder im Defend, während Aero immer wieder mal kleine Vorstöße macht. Und auf der anderen Seite man versucht, vom High-Mid-Ground gerade reinzukommen. Also, man muss sagen, das Team Hulk Nation wirkt heute ein bisschen, ja,
vielleicht, ich will nicht sagen unkoordinierter, aber sie stehen weniger zusammen. Doch, vielleicht doch ein bisschen unkoordinierter, ohne dass es böse gemeint ist. Denn man hatte hier zuletzt gesehen, dass eine unglaublich schnelle Kommunikation stattfand, die auch sofort wieder für eine Repositionierung gesorgt hat und auch dafür gesorgt hat, dass man hier sehr koordiniert beim letzten Match gegen die Revelation Hunters vorgegangen ist, aber hier ist man gerade ein bisschen loser, könnte man sagen. Nun denn, schauen wir auf der anderen Seite. Dort wird abermals Druck gemacht. Gypsy Danger will nicht lange auf sich warten lassen. Gemeinschaftlich. Und da holt sich Midori Laserly. Kreuxis holt sich One-Hit. Magic Muffin holt sich Aero. Beziehungsweise Aero aus Mech. Und Midori holt sich Worst Ana. In dem Falle Kreuxis, I-Click for Heads. Und Midori holt sich die Baby Diva Aero. Totgesagte leben länger. Ich habe nie etwas behauptet. Ich habe nie etwas sagen wollen. Es tut mir leid, meine Freunde. Und da wird wieder ordentlich koordiniert Druck gemacht. Vielleicht hat man sich heute nicht vorher einspielen können und das Match eben war auch so ein bisschen dazu gedacht, hier die Koordination des Tages reinzubringen. In jedem Falle muss man sagen, schön erobert den ersten Punkt. Und abermals steht man sehr, sehr kompakt. Auf der anderen Seite steht man nicht weniger kompakt, allerdings wird hier auch schon wieder die Linie ein wenig geöffnet. Wir haben hier einen harten Angriff. I-Click for Heads holt sich Kreuxis. Gypsy Danger Worst Ana EU I-Click for Heads. Magic Muffin Aero holt sich hier Gypsy Danger Moody Mr. Watermelon. Moody holt sich außerdem I-Click for Heads. One Hit holt sich Midori Aero Moody Laserly Mr. Knister. Meine Herren, das war ein Push, bei dem es ordentlich zur Sache gegangen ist. Ich bin aus dem Sabbeln ja gar nicht mehr rausgekommen. Es tut mir leid. Da sammelt man sich abermals. So, zum Wetten, wie ich hier gerade sehe, fehlt natürlich noch eine Information, die hier gar nicht angegeben ist. Hornet hätte das schon gesagt, aber wenn die nächste Wette beim nächsten Match läuft, dann geht es, indem ihr Ausrufezeichen Bet, Freizeichen Nation oder Angel eingebt, oder Angels vielmehr, und dann mit einem weiteren Freizeichen den Karma-Betrag, den ihr gerne setzen möchtet. Möchtet ihr 100 Karma setzen, möchtet ihr 20 Karma setzen, wie gesagt, 10 Karma ist Minimum und das Maximum sollte keiner erreichen. Kreuxis muss sich hier dem harten Beschuss aussetzen und wird am Ende von One-Hit geholt. Aber man sammelt sich abermals. Man sammelt sich abermals. Kreuxis im Spawn gerade. Hulk Nation wird hier aus der Distanz hart unter Feuer genommen. Schwerer Schaden. Allerdings auch eine gute Aufladquote für die Moira. Die hier von Mr. Knister vertreten wird. Mauern, wohin man schaut. Da haben wir eine Ulti gehabt, die einfach mal war. So, ich versuche jetzt einmal wieder hier. Da hat es ordentlich geknallt. Mr. Knister holt sich Mr. Watermelon. Sehr interessant. Und da haben wir den Teamkill. Hulk Nation holt den Teamkill, holt das komplette Team. Man könnte hier noch ein wenig was an extra Geschwindigkeit holen. Und sie haben es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Sehr, sehr schön mit diesem harten Push, der einfach mal
auch den Rage Angels Respekt einflößen musste. So, ich wechsle hier ganz kurz in eine andere Sicht, abermals in den Talkscreen für einen kleinen Augenblick, damit die Teams sich neu formieren können. Ganz großes Kino. Hat mich wirklich gefreut, hier den letzten Push nochmal mit ordentlich Power zu sehen. Gut, es wäre nicht der letzte Push gewesen, da wäre noch ein paar gekommen, aber jetzt müssen die Rage Angels einmal zeigen, dass sie auch in der Defensive genauso stark sind, wie sie es im ersten Match in der Offensive gleich zu Anfang bewiesen haben. Allerdings muss man sagen, ihre Defensive war jetzt auch nicht verkehrt im ersten Match. Also von daher, es wird spannend. Es wird spannend. Und ich bin einfach mal froh, hier den Angriff von Rage Nations beobachten zu dürfen. So, da das Match in wenigen Augenblicken losgeht und ich noch kurz den Übergang machen muss, sage ich mal, haben wir in dem Falle Magic Muffin abermals mit Brigitte, Moody mit Saya, Gypsy Danger mit Reinhardt, Midori mit Junkrat, Mr. Knister mit Moira, Kreuxis mit Diva, Mr. Watermelon mit Saya, I Click for Heads mit Symmetra, Aero mit Junkrat, Worst Ana mit Mercy, Laserly mit Reinhardt und One Hit mit Lucio. Wir gehen hier auch gleich wieder ins Geschehen, indem wir auf One-Hit gehen und mal schauen, was der Lucio als Zentralelement hier gerade für Schrecken verbreitet. Da sieht man, dass sich das Team Hulk Nation für eine teilgesplittete Verteidigungstaktik hier entschieden hat. Diva von hinten. Mr. Knister. Interessanter Punkt, sehr interessanter Punkt für den Teleporter, und da sehen wir, wie sich iClick4Heads, beziehungsweise sehen wir in dem Fall nicht iClick4Heads, gütlich tut. Laserly holt sich Kreuxis, Midori, iClick4Heads, Magic Muffin holt sich Laserly, und es ist schon wieder irgendwie alles auf. Wahnsinn. Ach. Ich wäre so gerne etwas weniger bewegungsgehemmt. Gerade dann könnte ich euch doch mal ein bisschen hier was anderes zeigen. Zack. Da haben wir ordentlich Prefire von Midori. Erstmal schön eindecken den Gegner. Und wie man sieht, Junkrat immer wieder eine gute Wahl. Auch erfolgreich damit. Hoffen wir, dass Zayas Boost dabei nicht allzu sehr aufgeladen wird. Schauen wir mal auf der anderen Seite, was hier Aero als Junkrat macht. Geht hier rechts durch, separiert sich vom Team und ist jetzt ziemlich alleine. Schauen wir mal, ob sie eine Überraschung wagt. Da haben wir Midori, die sich hier Worst Ana und Mr. Watermelon mit der Ulti holt. Aero wird unter Feuer genommen. Kreuxis, harter Schaden, 5 Lebenspunkte noch, aber am Leben. iClick vorher, jetzt holt sich Moody. Und da haben wir wieder chillige Musik von Lucio aka Laserly. Hier wird direkt Druck auf den Punkt gemacht. Direkt Druck auf den Punkt. Laserly holt sich Mr. Knister und Worst Ana holt sich Gypsy Danger. Laserly gerade frisch seinen Goldrahmen bekommen. Er findet, er sieht furchtbar aus, aber da kann man nichts machen. Kreuxis holt sich Mr. Watermelon und iClick4Heads Magic Muffin. Worst Ana pullt Kreuxis aus dem Mech und Worst Ana holt sich daraufhin auch Kreuxis selbst. Wir haben gesehen, wie One-Hit sich hier noch den Moody geholt hat, und damit muss man sich wohl von diesem Punkt verabschieden und sich auf der anderen Seite neu formieren. Zack, schauen wir da mal. Ich komme gar nicht dazu, einen Schluck vom Kaffee zu nehmen. Da haben wir ordentlich Knallpumpeng. Aber Aero holt sich Magic Muffin. Ansonsten bislang noch keine größeren Schäden.
Das war schmerzhaft. Aero holt sich Moody und Gypsy Danger. I click for heads, holt sich Mr. Knister im nächsten Atemzug. Hier wird weiter vorne geholt. Aero holt Kreuxis aus dem Mech. I click for heads, Midori. Kreuxis holt sich Aero und One-Hit Magic Muffin. I click for heads, Kreuxis. Worst Aina, Moody. Gypsy Danger holt sich I click for heads. Meine Herren, Leute, ihr könnt es auch nicht sein lassen, wa? Worst Aina schnappt sich Gypsy Danger. Melon holt sich Midori und Mr. Knister. Und damit... Ach, meine Güte. Geht es in eine harte Verlängerung hier auf jeden Fall. So viel steht mal fest. 4 Minuten haben die Rage Angels übrig, während Hulk Nation mit 1:21 dabei ist. Meine Herren, puh. Ja, mach mir hier Christian Herz, Kasper. Jetzt kann ich mal einen Schluck Kaffee nehmen. Salut auf euch. Meine Herren, läuft massiv. So, die große Kammerparade. So, dann wollen wir hier mal wieder wechseln. Zack. Gehen hier wieder ins Match und sehen Magic Muffin in dem Falle mit Lucio. Moody mit Saya, Gypsy Danger mit Reinhardt, Midori mit May, Mr. Knister mit Moira, Kreuxis mit Diva, Mr. Watermelon mit Tracer, I Click for Heads mit Genji, Aero mit Mercy, Worst Aina mit Reinhardt, Laserly mit Roadhawk, One Hit mit Aina. So. Nachdem wir das geklärt haben, schauen wir doch mal rein, was hier direkt an der Front vorgeht. Da drückt man hart auf den Punkt. Hart, sehr hart auf den Punkt, sehr massiv. Nimmt sich keine große Zeit diesmal. Und muss zugeben, dass man bislang ganz erfolgreich damit fährt. Ich sehe hier viel, was geholt wird. Und ja, damit... ist der erste Punkt erstmal kräftig verteidigt. Meine Herren, Leute, wenn ich nicht in der Technik rumfummeln muss, ist das irgendwie übersichtlicher für mich. Vergibt mir also bitte. Da wird der nächste Push vorbereitet. Viel Zeit bleibt nicht mehr. 22 Sekunden, 20 Sekunden. Beim letzten Mal ging diese Taktik stark auf. Hier wird gerade... der Versuch unternommen, noch ordentlich Schaden zu machen. Ich bin selber furchtbar verwirrt. Laserly holt sich hier Gypsy Danger. Worst Aina, Kreuxis aus dem Mech und I Click for Heads, Kreuxis selbst. Contested wird immer noch Laserly, holt sich hier Mr. Knister, wie wir gesehen haben. Und Worst Aina, Magic Muffin. Schade. Schade, schade, schade. Damit steht es nach wie vor 2:2. Und wir schauen mal. Jetzt heißt es 4 Minuten den ersten Punkt verteidigen. Hulk Nation bisher großartig in der Leistung. Rage Angels ohne jeden Zweifel allerdings auch. Und von daher 4 Minuten. Die Statistik sagt, die Rage Angels werden den Punkt wohl holen. Aber ich persönlich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin gespannt, ob dem so wird. Hulk Nation, ich wünsche euch das Gleichziehen zum 1:1 einfach. Allein schon wegen dem Spannungsfaktor. Und ich schalte jetzt live drauf, um in dem Falle mal zu schauen, wen wir hier haben. Wir haben hier Mr. Watermelon mit Tracer, I Click for Heads mit Saya, Aero mit Junkrat, Worst Aina mit Reinhardt, Laserly mit Lucio, One Hit mit Aina, Magic Muffin mit Brigitte, Moody mit May, Gypsy Danger mit Reinhardt, Midori mit Junkrat, Mr. Knister mit Moira und Kreuxis mit Diva. Der Angriff beginnt.
Da wird gleich mal ein bisschen geärgert. Man steht hier wieder verteidigt auf dem High Ground. Hier haben wir Laserly mit Lucio, der hier kompakt steht, immer noch Druck macht, immer wieder stark. Ein schöner Szenenwechsel, wie ich finde, in dem Fall. Und wir haben bislang noch keine Toten, auf beiden Seiten noch nicht. Man drückt, man schiebt, aber keine Seite will Verluste hinnehmen. Kreuxis wird hier aus dem Mech gepoolt. Midori holt sich dafür Laserly. I-Click for Heads holt sich Kreuxis. Midori holt sich One-Hit Aero, holt sich Magic Muffin. Und da ist der Knoten geplatzt. Midori holt sich Mr. Watermelon. I-Click for Heads. Midori. Moody holt sich Worst Aner. Und knapp. Knappe Sache, I-Click for Heads holt sich Mr. Knister und Gypsy Danger holt sich I-Click for Heads. Laserly holt sich Gypsy Danger. Oh. Aero holt sich Moody. Aero holt sich Moody. Da wird wieder Druck auf den Punkt gemacht. Laserly holt sich Magic Muffin, Aero holt sich Midori und Mr. Knister, Laserly, Kreuxis und da ist es geschehen. Es steht 2:0. 2:0 für die Rage Angels. Und damit können sie ihren Vorsprung auf der Tabelle ausbauen. Bislang Mr. Knister hier mit einem Moira Highlight, das natürlich, wie es die Tradition verlangt, sofort gespeichert wird. Sehr, sehr, sehr stark und schön. Wirklich dieser Push, großartige Leistung. Kann man einfach nichts gegen sagen. Hier auch ein ausgeglichenes Bild. Und so schalte ich mal eben wieder auf, ja, auf mich. So, da bin ich wieder. Sehr nice, sehr intensiv wollte ich schreiben. Pause bitte! Magic Muffin bittet um Pause. Da sag ich doch einfach mal Klaro in dem Falle. Und sorge dafür, dass in der Zwischenzeit ganz kurz hier die Rage Angels einen weiteren Punkt auf der Tabelle bekommen. 5 Minuten Pause, das bedeutet, ich lasse ganz kurz das Pausenvideo laufen. Morgen gibt es ein neues Highlight-Video, wie ihr wisst. Und ja, wenn ich wieder da bin, wird die Wettzeit bereits abgelaufen sein. Ich bestimme einmal kurz hier den Gewinner. Hulk Nation hat leider in dem Falle nicht gewonnen. Darauf wurde zu 100% gewettet, darum leider nicht aus Sympathiegründen. Und darum picke ich hier mal eben den Gewinner. So. Wie gesagt, ich starte die Wette, während die Pause läuft, könnt ihr dann also schon wetten in der Zwischenzeit. Ich mache die daher mal 2 Minuten länger, auf 7 Minuten in dem Falle, wo ihr Zeit habt. Gebt in dem Fall einfach Ausrufezeichen Bad Nations oder Angels ein, noch ein Freizeichen und danach den Karma-Betrag, den ihr setzen wollt, geht hier wieder los. Und ich sorge dafür, dass ihr jetzt ordentlich was auf die Ohren und die Augen bekommt. Ich freue mich. Bis gleich! We'll be right back.
Da bin ich wieder. Hallihallo, Hallöle. So, gleich geht's weiter mit der nächsten Runde hier. Hulk Nation gegen Rage Angels. 2:0 bislang für die Rage Angels. Sah bei Team Holy auch ähnlich aus gegen die Rage Angels. Mal schauen, ob Hulk Nation sich hier noch gesammelt bekommt. Man hat hier im zweiten Match schon gesehen, dass da auf jeden Fall es gesammelter vonstatten ging. Und ich bin gespannt. Das nächste Match geht auf Ilios los und daher stelle ich das nochmal ganz kurz ein, bevor ich dann sage, okay. One Hit, bist du auch ready?
Das ist ja auch immer mal die Frage, ob man das vom One-Hit in dem Fall auch behaupten kann. Ja, sauber One-Hit. Dann sag ich mal. Okay, in 3, 2, 1 und go. Jetzt geht's auf Ilios zur Sache. Ich bin gespannt. Ilios, der Brunnen, meine persönliche Lieblingskarte zusammen. Oh, da haben wir, wie es aussieht, auch gleich den Brunnen. Zusammen natürlich mit Rialto, mittlerweile in der Verteidigung. Oh, ich liebe es mit Orisa. Ordentlich Leute von der Brücke zu saugen. Klappt auch immer wieder gut. Man muss nur wissen, dass man mal, wenn eine Diva dabei ist, ein bisschen länger warten sollte, bis man sich zeigt. So. Hier schaue ich mir ein wenig die Architektur des Brunnens an. Flieg mal in die Tiefen, ohne dabei mein Ableben zu finden. Das ist ja auch mal was Schönes. Oh, oh, hier unten ist es richtig soundig. Wäre mal eine interessante Position, hier einfach im Brunnenschacht zu sitzen und zu warten und zu gucken, wer runterfliegt. Aber das tue ich euch natürlich in dem Falle mal nicht an. So, die Attacke wird vorbereitet. Prepare your attack heißt es hier und in dem Falle kann ich mal ganz klar sagen, machen wir das auch. Schalten hier rein und sehen, One Hit mit Orisa, Laserly mit Roadhawk, Worst Aina mit Aina, Aero mit Mercy, I Click for Heads mit Pharah, Mr. Watermelon mit Tracer, Kreuxis mit Roadhawk, Mr. Knister mit Moira, Midori mit Orisa, Gypsy Danger mit Reaper, Moody mit Ash und Magic Muffin mit Lucio. Da ist viel, was auf Bewegung setzt. Und wir sind einfach mal gespannt, wie es hier bewegungstechnisch gleich aussieht. Auf der anderen Seite... Hier sieht man schon mal ein wenig Dynamit durch die Luft fliegen. One-Hit holt sich Gypsy Danger. Da ist der Punkt aktiviert. One-Hit holt sich auch Magic Muffin. Neu gesammelt und man wagt sich weit auf den Punkt. I Click for Heads holt sich Mr. Knister und Midori. Harter Schlag. Man sieht hier Gypsy Danger, wie er links versucht durchzuflanken, aber gleich von iClick for Heads geholt wird. Schade. Hätte klappen können, wirkte aber ein bisschen losgelöst vom Rest des Teams. Gar nicht das, was man in dem Sinne von der Hulk Nation gewohnt ist. Oh, Entschuldigung, mein Dicker. Ich habe jetzt gerade übrigens den Happy beim Ausstrecken des Beins am Kopf erwischt. Ganz sanft, aber das muss man ja mal erwähnt haben, mit einem kleinen Entschuldigung. Da geht's zurück in den Spawn zum Sammeln. Hier wird mittlerweile massiv nach vorne gedrückt. One-Hit holt sich Midori und Melon holt sich Mr. Knister. 50% mittlerweile in der Mitte geholt. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Da haben wir wieder mal ein wenig Dynamit von Ash, das durch die Gegend fliegt. Zack. Und da sieht man, wie dicht hier das Hulk Nation Team steht. Wie kompakt. Wie gesammelt. Der Punkt wird contested. Laserly holt sich hier Midori. I Click for Heads, Gypsy Danger, One Hit, Magic Muffin und Moody und I Click for Heads, Mr. Knister. Wir sind hier bei 98, 99%. Das wird schwierig, sich da nochmal zu sammeln und auf den Punkt zu kommen. Aus der Distanz wird hier alles unter Feuer genommen, aber 97, 98, 99% und da ist der erste Punkt das erste Mal geholt. Hulk Nation, ich bin bei euch. Vollkommen unparteiisch. Das schafft ihr. Warum sollt ihr auch parteiisch sein? So. Nur weil wir vom Team Rage Angels auch platt gedrückt wurden. Nein. Das schafft ihr.
Da haben wir West Aner im Fokus. Gehen mal rüber auf Laserly mit Roadhawk immer noch. Und, ach, verdammte Axt. Ich starte mal die Übertragung. Verzeiht mir. Verdammte Technik! Da sieht man schon, wie sich Laserly auf dem Punkt verlustiert. Druck. Da wird gesammelt. Gesammelt und da hat das Team Rage Angels den Punkt geholt. Wir gehen hier in die Action. Sehen gerade noch, wie sich Mr. Watermelon Gypsy Danger holt. Laser, die holt Kreuxis aus dem Mech. Aero holt sich Kreuxis selbst. Und das koordinierte Sammeln fällt Hulk Nation gerade ein wenig schwer. Man sieht hier, wie die Teams ein wenig losgelöst voneinander sind. Oder die Teammates. Auf der anderen Seite haben wir hier eine Aina, die mit Emotes herumwirft, in der Hoffnung, damit den Gegner irgendwie aus dem Konzept zu bringen. Magic Muffin holt Midori hier wieder. Nur weil Midori weg ist, heißt das noch lange nicht, dass das ein Zustand auf Dauer ist. Hier drückt man wieder auf der Seite und... Ah, ein Klick vor Heads holt sich Mr. Knister, Laserly holt sich Gypsy Danger und One-Hit holt sich Midori. Wir sind hier bei 65%. Derzeit eine erstaunlich einseitige Geschichte, ganz anders als die Matches zuvor. iClick4Heads holt sich hier Kreuzes und da wird wieder aus der Ferne iClick4Heads holt sich Kreuzes, diesmal auch endgültig. Moody muss auch dran glauben in dem Fall. 85% Magic Muffin belebt Moody wieder. iClick4Heads hier am Herumspringen. Aero heilt Moody, holt sich Laserly, holt sich außerdem den Booster von One-Hit Aero, belebt Laserly wieder. Moody holt sich Worst Aner, Laserly, Magic Muffin, Gypsy Danger holt sich One-Hit, Kreuzes Aero, Mr. Watermelon, Mr. Knister, Moody holt sich Laserly und da ist der Punkt erobert. Ich halte es nicht aus. Ja, das ist das Problem, wenn man hier der Meinung ist, man könne sich irgendwie eine Blöße erlauben. Worst Aner EU hat das Spielkonzept ein wenig missverstanden. ...25% sind geholt, 99% natürlich schon von den Angels. Laserly holt sich hier mit einem Hook Moody. iClick4Heads Kreuxes. Worst Aner holt sich Mr. Knister und iClick4Heads holt sich noch Gypsy Danger. Der Punkt ist derzeit unter Feuer. Worst Aner, Magic Muffin, Laserly holt sich Midori und iClick4Heads Moody. Damit haben wir in dem Falle das 3:0 für die Rage Angels. Und Classic of Clans, Classic, Classic. Ich verstehe dieses seltsame Emote nicht. Werde mich diesbezüglich aber informieren und dann schauen wir mal weiter. So, West Aner EU hier im Highlight und damit gehe ich wieder auf diesen Screen. Und frag mal, wie es was mit diesem Classic auf sich hat.
Darf man ja mal ganz direkt fragen, denn hochirritierend finde ich das schon. Und ich schalte hier mal auf jeden Fall einen weiteren Punkt für die Rage Angels hoch. Haben die Classic Skins drin? Okay. Ja, den Eindruck habe ich nicht. Ich denke, wenn das... ich hoffe nicht, dass wir da das Team Rage Angels näher im Auge behalten müssen. Immerhin sind da auch Moderatoren von uns drin und es wäre sehr schade, wenn da irgendein seltsames Verhalten unterstützt werden würde. Aber ich glaube mal nicht. So, ja, die Rage Angels haben gewonnen, allerdings haben auch 100% drauf gewettet. Das bedeutet, du bekommst in dem Fall deinen Einsatz zurück. Yay! Glückwunsch. So, ich starte hier mal eben die nächste Wette. Und zack. 5 Minuten läuft die Wette wieder. Ich schaue gleich auf den Bildschirm, ob irgendjemand eine Pause benötigt. Kleiner Blick hin. Und frag daher mal, Pause oder weiter? Weiter, weiter von beiden Seiten in dem Fall. Das bedeutet hier der klassische Seitenwechsel. Und One-Hit kann sich daher aussuchen, Eichenwalde oder Numbani. So, kleiner Augenblick. One-Hit. Eichenwalde oder... Numbani. Ich könnte ja eine Wette abgeben. Aber das lasse ich in dem Fall mal. Leider ist der Bildschirm hier gerade von Hornet schwarz geworden. Ein bisschen ärgerlich. Ich versuche ihn mal davon zu überzeugen, sich wieder einzuschalten. Was in dem Fall geklappt hat. Eichenwalde, was sag ich? Von daher nehmen wir hier als Karte Eichenwalde. Zack. On, zack, back, zack. Und ja, dann sag ich mal, geht es hier weiter in Magic Muffin Angriff. Ja, genau. Ach, zum Angriff wahrscheinlich. Angriff. So. Und go. So, wir starten hier mal ins Match. Traveling to Eichenwalde. Und bringen uns hier in Positioning. Alright. Direkt über dem Punkt wäre eine Möglichkeit. Ich gehe hier allerdings einmal zum ersten Choke. Der ist auch immer sehr interessant zu beobachten. Sobald die ersten Leute darauf am ersten Choke angekommen sind, wird so oder so in die First-Person-Kamera gewechselt. Von daher gar kein Step. Assemble Your Heroes läuft noch. Ich hoffe, dass das nicht der Punkt ist, an dem ich eigentlich schon... Nein, wird nicht angezeigt. Von daher wunderbar, kann ich hier noch ein wenig durch die Gegend cruisen und mich wohlfühlen. Ja, wir Eichenwalde beschauen. Was haben wir hier denn? Die Gütebäckerei. Die Gütebäckerei ist direkt gegenüber von der Zaubertröte. Und die Zaubertröte verkauft offensichtlich, ja, wie nicht anders zu erwarten war, Instrumente. So, jetzt werden hier auch schon die Angriffs- und Verteidigungspunkte angezeigt und Linien. Und daher kann ich wohlgemut umschalten in jenen welchen Screen... So, wir haben in dem Fall Magic Muffin mit Mercy, Mr. Watermelon mit Tracer, iClick for Heads mit Genji, Moody mit May, Gypsy Danger mit Reinhardt, Worst Aina ebenso mit Reinhardt, Laserly mit Roadhawk, Midori mit Pharah, Mr. Knister mit Aina ebenso wie One Hit und Kreuxis mit Zarya. Punkt wird verteidigt hier. One-Hit, wie man sieht, mit Aina schon mal alles ins Ziel nehmend.
Und hier steht man wieder kompakt. Der Reinhardt-Schild erlaubt kein weiteres Durchkommen. Laserly holt sich Gypsy Danger. Kreuz ist low gewesen für einen Augenblick, aber jetzt wieder voller. Auf Seite der Rage Angels wird hier sehr, sehr weit vorne verteidigt. Man drängt den Gegner Richtung Spawn. Allerdings ist es in Eichenwalde auch kein besonders weiter Weg, muss man sagen. Hier haben wir abermals Midori mit Pharah. Das hat sich schon als teilweise sehr effektiv herausgestellt. Ich erinnere mich da an die Matches gegen die Revelation Hunters. Hier wird wieder ordentlich Maß genommen. Und Worst Aina holt sich Gypsy Danger sowie iClick for Heads Midori, Laserly Kreuzes und Mr. Watermelon schnappt sich Moody. Dort wird auf der anderen Seite neu gesammelt. Man wartet auf die anderen, aber wie gesagt, es ist auch ein sehr, sehr kurzer Weg zum Punkt. Und daher... Nope. So. Wie, ich habe die Wetten nicht beendet. Doch, da habe ich sie beendet. Es ging nur einfach zu schnell. Es tut mir leid. So, Mr. Watermelon holt sich hier mit der Ulti Mr. Knister und Gypsy Danger. Kreuzes holt sich Laserly, Mr. Watermelon, danach noch Kreuzes. Aero holt Laserly wieder und Laserly schnappt sich daraufhin einfach mal Moody. Zack. Abermals sammelt man sich. Wieder wirkt man aufgeräumt, wieder steht man kompakt beisammen, aber irgendetwas haben die Rage Angels an sich. Hulk Nation wird etwas an der Formation ändern müssen und da etwas drehen, um dort mehr Druck machen zu können. Da holt sich Midori One-Hit, wie wir schön sehen. Gypsy Danger holt sich Worst Aina mit einiger Unterstützung. Midori, Mr. Watermelon. Ziemlich massiver Angriff. Aero belebt Worst Aina wieder. Gypsy Danger holt sich Aero. Mr. Knister, Worst Aina abermals. iClick for Heads Moody. Four Clicks for Heads. Mr. Knister, Laserly holt sich Gypsy Danger, Kreuzes, iClick for Heads und Midori, Laserly. Magic Muffin belebt Mr. Knister wieder und die Payload ist in Bewegung, während man sich jetzt auf der anderen Seite einmal sammeln muss. So. Ich kann schon mal sagen, dass es von meiner Seite aus eine kleine Zwangspause gleich geben wird. Nach diesem Match, das heißt nach dem vermeintlichen 3:1, nein, nach dem vermeintlichen, nach dem Sieg oder der Niederlage, wessen Teams auch immer, verdammt nochmal. Und, oh, da geht's wieder los, iClick for Heads holt sich hier auf jeden Fall Kreuzes und... Worst Aina Moody, Laserly, Gypsy Danger und da hat man die Payload erobert. Sammlung auf der anderen Seite. Auf jeden Fall werde ich, wie gesagt, das Pausenvideo noch einmal kurz das Highlight-Video laufen lassen, damit ich Marbles on Stream starten kann in der Zwischenzeit und ihr die Möglichkeit habt, während des letzten Matches des Tages mit Eingabe von Ausrufezeichen Play an Marbles teilzunehmen und damit auch am Giveaway, das auf die Art und Weise heute wieder einmal ausgelost wird. So, es gibt natürlich dickes Karma, gar keine Frage. Und wie immer gibt es auch ein paar schöne Spielchen zu gewinnen. Mr. Watermelon holt sich hier Mr. Knister. Kreuzes holt sich iClick for Heads. Magic Muffin holt sich Mr. Knister wieder. One-Hit holt sich Kreuzes. Gypsy Danger schnappt sich Worst Aina. Man sieht, da hat sich das Line-Up ein bisschen geändert. Alleine schon mit Gypsy Danger und Winston in dem Falle. Und da holt sich Moody Laserly. Von hinten versuchte One-Hit hier noch ordentlich Eindruck zu schinden. Worst Aina holt sich Magic Muffin. Moody holt sich Worst Aina. Mr. Watermelon Kreuzes aus dem Mech. Moody holt sich Aero. Mr. Watermelon Kreuzes. Und Gypsy Danger iClick for Heads. Die Payload bewegt sich. Laserly hält sie.
Allerdings nicht allzu lang in dem Fall. Mr. Watermelon stark angeschlagen. Mit einer weiteren Ulti, die in diesem Falle nicht zum Erfolg führt. Und Melon holt sich Moody. Mr. Knister holt sich One-Hit. Worst Aina streckt Midori nieder. Und wie man sieht, schafft man hier kurz vor Toreschluss nochmal eine Repositionierung. Da stirbt man, da lebt man. Lazuli holt sich Gypsy Danger, Kreuxis, Worst Aina, Midori holt sich Mr. Watermelon, Lazuli holt Kreuxis aus dem Mech. Eieieiei, da wird wieder Punkt wieder unter Beschuss genommen. Kreuxis hat keine Lust mehr und tötet sich selbst. Armer Kreuxis. Lazuli holt sich Moody. Die Zeit läuft, 20 Sekunden noch. Jetzt muss Druck gemacht werden auf den Punkt, ansonsten ist es zu spät, aber das sieht gut aus. Hammer down. Worst Aina holt sich Midori, I Click for Heads holt sich Magic Muffin, Moody holt sich Mr. Watermelon, Lazuli holt sich Gypsy Danger. I Click for Heads holt Kreuxis aus dem Mech. Lazuli holt sich Kreuxis selbst, die Overtime läuft herunter, I Click for Heads holt sich Moody. Und da ist die erste Runde vorbei. 1:0, Hulk Nation, klack. Ich gehe mal wieder auf diesen Bildschirm. Und da wird neu gesammelt. Boah, meine Herren. Meine Wangenknochen und meine Lachmuskeln sind stark strapaziert wegen des andauernden Gesabbels, aber ich glaube, das könnt ihr mir nachempfinden. Es war sehr, sehr intensiv, gerade was den letzten Push nochmal angeht, ging es da hin und her. Da hätte es auch kurzerhand anders ausgehen können. Viele schöne Pushes haben wir zwischendrin gesehen und einige haben auch dafür gesorgt, dass man ordentlich weit nach vorne gekommen ist. So, und ich gehe hier jetzt wieder in den ersten Choke. Da, 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 da. Zip. Line. Und schalte zurück ins Match. Wir sehen in dem Fall One Hit mit Reinhardt, Lazuli mit Pharah, Worst Aina mit Aina, Aero mit Mercy, I Click for Heads mit Genji, Mr. Watermelon mit Torbjörn, Magic Muffin mit Brigitte, Moody mit Ash, Gypsy Danger, in dem Falle mit Reinhardt, abermals, Midori mit Zenyatta, eine taktische Änderung in jedem Falle, Mr. Knister haben wir hier mit Moira und Kreuxis mit Diva. Dann drücke ich beiden Teams fest die Daumen und sag mal ringfrei zur nächsten Runde. Schon One-Hit mal über die Schulter in dem Falle. Schild steht, Schild hoch, Gypsy Danger auf der anderen Seite und Lazuli geht übers Haus rüber mit Pharah, geht direkt zum Punkt und macht hier Druck von hinten. Wird unter Beschuss genommen. Kann aber auch viel Schaden anrichten. Immer wieder hochgeheilt, runter. Moody stirbt. Kreuxis holt sich Aero. Damit ist Far Mercy gebrochen. Und Kreuxis holt sich dann auch Lazuli. I Click for Heads holt sich Mr. Knister. Und wir schalten hier wieder in die Action. Hoffentlich irgendwie da. I Click for Heads hat sich Midori geholt. One Hit, Magic Muffin, Gypsy Danger, I Click for Heads. Da wird auf dem Punkt immer noch ordentlich contested. Mr. Watermelon holt sich Kreuxis. Gypsy Danger, One Hit, Mr. Watermelon, Kreuxis. Abermals, Aero belebt. I Click for Heads, Mr. Jetzt drehe ich aber langsam durch hier. I Click for Heads holt sich auf jeden Fall Moody und Mr. Knister. So, so viel steht. Nicht in den Sternen, sondern gilt als gesichert, während sich hier das Team Hulk Nation abermals sammelt. Denkt dran, falls ihr an der FL noch nicht teilnehmt, ihr habt jederzeit die Möglichkeit, euch auf dem Transfermarkt zu registrieren und von einem der Teams gekauft zu werden, sofern dies noch nicht komplett voll mit neuen Leuten ist. Aber behaltet das mal im Auge.
lohnt sich. Ich kann mir vorstellen, dass gerade in der Midseason das ein oder andere Team vielleicht nochmal den ein oder anderen personellen Nachschub haben möchte. Und ja, da würden wir uns auf jeden Fall freuen, euch dabei zu haben. Laserly hält hier von oben weiter rein. Wurde gedisorbt. Moody holt sich iClick vor Heads. Midori hier im Bild. One-Hit holt sich Kreuzes aus dem Mech und danach auch noch Kreuzes selber. Sowie Magic Muffin. Massive Schläge vom Reinhardt hier in dem Fall. Der hier einfach für Schmerzen sorgt. Jetzt aber auch selber Schmerzen einstecken muss. Zurückdrückt. Bob auf der Bildfläche Worst Aner kümmert sich um Gypsy Danger. Und Bob schläft, als hätte er nichts anderes zu tun. Da ist er allerdings auch schon wieder weg. Und wir sehen hier, wie sich die Payload langsam, aber sicher nach vorne bewegt. Raketenschlag von Gypsy Danger von der Seite. Und da hat er sich die Zaya gekrallt. Massiver Schaden. Aero nebenher noch aufgeräumt. Gypsy Danger. Und iClick for Heads holt Kroxis aus Mech. Midori holt sich Worst Aner und One Hit. Und der Baby Kroxis holt sich hier mal eben Mr. Watermelon als Zaya. Da muss man sich also in dem Fall auf der anderen Seite sammeln. Wir haben noch knapp 3 Minuten. Wir haben noch einige Meter vor uns. Da können wir den einen oder anderen schönen Push auf jeden Fall noch erwarten. Schauen auf der anderen Seite. Da holt sich Kreuzes iClick for Heads. Ein Raketenschlag rein, der sein Ziel findet. Von Gypsy Danger. Auf der anderen Seite haben wir hier Worst Aner, die gar nicht so worst ist, sondern ganz ordentlich ihr Team mit Heilung versorgt von hinten. Während Laserly ordentlich Chaos austeilt aus einer erhöhten Position. Sich jetzt zurückzieht, Mr. Knister holt sich Aero und One Hit mit ordentlicher Unterstützung und Kreuzes mit der Ulti, die Worst Aner, auch bekannt als Alex. Abermals sammelt man sich auf der anderen Seite, das sieht auch gut aus, man stürmt nicht unkoordiniert nach vorne. 2 Minuten noch zu spielen in diesem Match und man nimmt in dem Falle den Weg rechts oben lang. Sehr, sehr interessant. Um nochmal kurz drauf einzugehen, nach diesem Match gibt es noch eine kleine 5-Minuten-Pause. Da lasse ich das Highlight-Video noch einmal kurz laufen. In der Zeit werde ich nämlich die Registrierung für Marbles und damit das Giveaway starten. Und da haben wir gerade eine Szene, die ich einfach kommentieren muss. Das geht nicht anders. Mr. Knister holt hier Laserly in der Ulti aus der Luft. Böse Nummer, Evil Knievel, Kreuzes holt sich One Hit. Gypsy Danger, Worst Aner, Midori, Aero. Gypsy Danger, danach nochmal Mr. Watermelon und da muss abermals neu gesammelt werden. 1 Minute hier noch für die Rage Angels. Die Payload weiterzuschieben als die Hulk Nation. 3:0 derzeit der Stand. Ich gehe da gleich wieder drauf ein, Darkside Angel, keine Sorge, bin gleich am Start mit der Erklärung. Da so oder so dann auch die Pause läuft, wo die Erklärung angegeben wird. Wir haben One Hit hier, der sich Magic Muffin holt und ordentlich aufgeplustert wurde. Gypsy Danger holt sich Worst Aner. Allerdings, trotz des Boosts Aero holt Worst Aner zurück. Mr. Knister holt sich One Hit. Mr. Knister holt sich ebenso Aero. Da wird weiter ordentlich Schaden ausgeteilt. Mr. Knister holt sich Worst Aner. Kreuzes Laserly. Der letzte Ansturm von der anderen Seite. Man versucht es noch einmal, aber nein. Doch, vielleicht. Midori holt sich Aero. Gypsy Danger, Mr. Watermelon. Der Hammer schwingt.
und zieht durch Worst Einer und One-Hit zwei weitere Opfer nach sich. Und da ist es geschehen. 3:1 für Rage Angels. Der Anschlusstreffer und könnte man so sagen für die Hulk Nation, die hier einfach beweisen, dass sie nicht abzuschreiben sind, nur weil sie dreimal besiegt wurden, sondern konstant einfach eine sehr gute Leistung bringen. I-Click for Heads hier mit dem Poggi, das auch gleich gespeichert wird, oder gespeichert wurde, selbstverständlich, wie es sich gehört. Und ich schalte derweil, wie gesagt, gleich in die Pause. Halt das hier auch kurz fest. 5 Minuten Pause. So. Gehe hier den Punkt schon mal hoch, in dem Falle bei den guten Jungs. Zack. Hulk Nation einen Punkt hoch, damit gleichgezogen mit den Revelation Hunters, die morgen gegen das Team Holy antreten. Und ich kümmere mich, wie gesagt, jetzt ganz kurz darum, dass Marbles gestartet wird. Ihr könnt dann mit Ausrufezeichen Play daran teilnehmen, um eure Kugel, um das Giveaway am Ende mit ins Rennen zu schicken. Kostet nichts, macht Spaß und ist irgendwie witzig. So, dafür macht es aber auf jeden Fall Sinn, wenn ich nochmal kurz sage, dass ich mich riesig auf freue, gleich wieder mit der letzten Runde hier 3:1. Ich habe gesagt, sie sind nicht abzuschreiben und sie stellen es abermals unter Beweis. Sehr schöne Matches hier und ich freue mich einfach auf die nächste Runde. Jetzt aber die Pause.
So, bitte verzeiht den leicht verspäteten Wechsel. Ich hatte das ja angekündigt, dass da zu Verzögerungen hier und da kommen könnte. Ich habe jetzt auch mal als Deka 1500 Karma auf die Hulk Nation gesetzt. Da könnt ihr gerne gegenhalten. Ich freue mich, wenn ich da was gewinnen sollte. Und ja, schauen wir mal. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall zum letzten Match des Abends. Das wird auf Lijiang Tower gespielt. Und ja, ich frage mal im Chat, ob alle ready sind für die letzte Runde. Ich hoffe es doch ganz stark, damit wir hier jetzt gleich und direkt weiterspielen können. One Hit sagt ja, sie sind ready für die nächste Runde. Ich warte daher auf Magic Muffin. Magic Muffin sagt jupp, das interpretiere ich in dem Fall auch als ja. Und ja, das freut mich. Dann können wir jetzt ganz direkt und ohne weitere Verzögerung in die letzte Runde eintreten. Zack. So, 3, 2, 1 und go. Noch läuft die Wette, 30 Sekunden. Wie gesagt, es ist ordentlich was an Karma im Pott. Ich habe da persönliches Karma reingeworfen. Ich bin da jetzt nicht so ganz... aber wenn ich gewinne, wenn die Hulk Nation hier den Sieg davon trägt, dann freue ich mich am Ende und kann sagen, yeah, super, ordentlich was gewonnen. Hoffentlich. Ansonsten, ach, egal. So, Assemble Your Heroes. Da wird sich gesammelt, könnte man sagen. Die Taktik wird abgesprochen. Man stellt sich zusammen. 10 Sekunden kann sich noch gesammelt werden, hier in dem Fall. Und ich schalte hier schon mal in diesen Modus, denn wir wissen, auf dieser Art Karte dauert es nur 30 Sekunden, bis der Start losgeht. Und daher klicke die Wimps. So. Wir haben hier also in dem Falle One Hit mit Genji, Laserly mit Roadhawk, Worst Aina mit Brigitte, Aero mit Mercy, iClick for Heads mit Zaya, Mr. Watermelon mit Tracer, Kreuxis mit Doomfist, Mr. Knister mit Lucio, Midori mit Zenyatta, Gypsy Danger mit Winston, Moody mit Tracer und Magic Muffin mit Diva. Ein ganz anderes Line-Up in dem Fall und wir schalten mal direkt rein und schauen, wie das Ganze laufen wird. Abermals steht man kompakt, drückt sich erst einmal auf die linke Seite, entfernt sich damit vom Punkt. Natürlich eine taktische Möglichkeit, erst einmal den Gegner sich vollkommen an einer Stelle sammeln zu lassen, um dann drauf zu hauen. Allerdings müssen wir schauen, ob diese Taktik in dem Fall Früchte trägt. Hier auf der Jagd nach Moody haben wir One Hit, der sich Moody auch holt. Mr. Watermelon holt sich Mr. Knister, ebenso wie Kreuxis. One Hit holt sich, wie gesagt, Moody. Watermelon Midori. Und Mr. Watermelon holt Magic Muffin aus dem Mech. Schalten wir mal wieder ein bisschen durch. Aero kommt hier wieder zum Punkt. Auf dem Punkt ist nicht so viel los. Moody greift aggressiv an. Zack. Ulti bei 93-95%. Kreuxis holt sich Mr. Watermelon. Da wird ordentlich Schaden ausgeteilt. Worst Aina holt sich Kreuxis. Da wird Druck gemacht. Gypsy Danger holt sich Worst Aina. Aero holt Worst Aina einfach mal wieder. Laserly holt Magic Muffin aus dem Mech. Und da wird der Punkt hart umkämpft. Ein Triple Kill haben wir in dem Falle und da kann ich mit dem Zählen, komme ich gar nicht hinterher. Wir haben auf jeden Fall viele, viele Tote. Hulk Nation in dem Falle einmal stark zurückgeschlagen. Aber man sammelt sich abermals. Hier versucht Mr. Watermelon ein wenig Sneaky Pete von der Seite reinzuflanken.
Magic Muffin hier auf der rechten Seite. Roadhawk sicherlich mit einer fiesen Nummer, wird getötet, zieht Magic Muffin aber mit. Und ja, schade. So, gehen wir lieber auf den Punkt. Dort ist ordentliche Action und Leben. iClick for Heads holt sich Gypsy Danger. One Hit holt sich Midori Kreuzes Worst Ana. Mr. Watermelon, Mr. Knister. iClick for Heads holt sich Kreuzes. Immer noch wird Druck auf den Punkt ausgeübt. Ein ordentliches Rumgetracer. Hier die Ulti ohne ein Ziel zu finden. iClick for Heads holt sich Magic Muffin. Laserly, Gypsy Danger. Mr. Watermelon, Mr. Knister und iClick for Heads Moody. iClick for Heads holt sich dann noch Midori und Worst Ana Kreuzes, womit der Punkt gesichert ist. Und das 1:0 damit für die Rage Angels. Puh, meine Herren. Gut, 600er Ping, das ist nicht schön und sicherlich auch hochgradig unangenehm. So, wir schauen mal, wie es hier gleich weitergeht mit dem Trüppchen. 10 Sekunden noch zum Team sammeln. 15 Minuten Pause. Wie 15 Minuten Pause? So, da werden die Tore geöffnet. Ich schalte schon mal wieder rein. Was heißt schon mal wieder rein? Das ging viel schneller als erwartet. One Hit mit Genji. Laserly mit Roadhawk Aero. In dem Fall mit Mercy abermals. iClick for Heads mit Zarya. Mr. Watermelon wieder mit Tracer am Start. Magic Muffin mit Lucio. Moody mit Tracer gerade gestorben. Durch die Hand von Mr. Watermelon. Gypsy Danger mit Winston. Midori mit Diva, Mr. Knister mit Moira und Kreuxis gerade verstorben, abermals mit Doomfist. Kreuxis hat sich aber da noch den One-Hit holen können. Worst Ana holt sich Gypsy Danger und Laserly Magic Muffin. Mr. Watermelon, Mr. Knister, iClick for Heads holt Midori aus dem Mech und Mr. Watermelon erledigt den Rest. So, der Punkt ist erobert. Und wie ich die Rage Angels einschätze, wird da jetzt ordentlich Druck Richtung Spawn gemacht. Wir haben viele Flanken oder Flanker in dem Falle dabei. Hier sammelt man sich wieder. Wir haben gesehen bei den Revelation Hunters, dass sich als starke Taktik erwiesen hat, gegen die Hulk Nation das Sammeln zu unterbinden. Laserly holt sich Gypsy Danger und Mr. Watermelon mit der Ulti Magic Muffin. Böse Nummer, hier die Jagd, One Hit und Moody iClick for Heads holt Midori aus dem Mech. Ich könnte so langsam mal ein Eukalyptusbonbon gebrauchen und Aero heilt hier iClick for Heads, holt in dem Falle Mr. Watermelon wieder, der zuvor von Gypsy Danger geholt wurde. Einfach mal mitten rein der Res. Kann ja funktionieren, wie man hier sieht. Also von daher nicht davon abhalten lassen. Gypsy Danger holt sich Worst Ana. Der Punkt wird ein bisschen erobert. Mr. Watermelon holt sich Gypsy Danger. Midori, Aero, Magic Muffin, One Hit, Laserly, Magic Muffin, Kreuzes, Worcester Watermelon, Mr. Watermelon, iClick for Heads holt sich Midori und Moody, Laserly, iClick for Heads, Mr. Knister. Und damit haben wir iClick for Heads, der sich selber getötet hat, auf irgendeine Art und Weise. Gut, damit der Punkt schon seit 20% in den Händen der Hulk Nation. Das ist wohl ein kleiner Faktor, der mir verloren gegangen ist. So, iClick for Heads. Moody greift hier wieder zu. Aero belebt Worst Ana wieder. Worst Ana holt sich daraufhin Moody. Und hier ist wieder ordentlich was im Zentralmassiv los. Das hat sicherlich Magic Muffin holt sich Worst Ana, aber das hat der Zarya sicherlich ein bisschen Boost gebracht. Mr. Watermelon schnappt sich Mr. Knister. Mr. Party, wie es aussieht.
Und da sieht man, wie sich Laserly Moody holt. Das war ein verwegener Angriff von der Seite, der sich in dem Fall leider nicht gelohnt hat. Ordentliches Sperrfeuer hier von Laserly auf den Schild von Gypsy Danger. Der Hook geht in dem Fall daneben. Auf der anderen Seite haben wir Gypsy Danger, der abermals mit Reinhardt hier eine gute Figur macht. Jetzt sich vielleicht jemanden schnappt. Nein, in dem Falle nicht. Ordentlich austeilen kann. Aber auch immer wieder den Schild hoch haben muss. Aero holt sich hier Gypsy Danger. Und kümmert sich dann wieder elegant um die Heilung, als wäre nichts gewesen. Kreuzes holt sich Aero, iClick for Heads holt sich Magic Muffin, Midori holt sich Worst Aina und Laserly mit der Ulti und Mr. Watermelon, Mr. Knister. Midori holt sich außerdem nochmal eben iClick for Heads. iClick for Heads holt Midori aus dem Mech. Gypsy Danger, Mr. Watermelon, One Hit schnappt sich Midori, Gypsy Danger, One Hit und damit ist die Runde beendet und es steht 1:1. Meine Herren, so, 1:1, es geht in die letzte Runde hier, in die alles Entscheidende. Ich bin gespannt, wer sich hier durchsetzen kann, wer am Ende gewinnt, wer am Ende den Sieg davon holt. Sorry Tracer, war keine Absicht. Schade, kann ich da nur sagen in dem Fall, irgendwie ein bisschen, ne? Denn man versucht ja schon, den Gegner zu holen. One Hit geht hier mit Brigitte an den Start. Laserly mit Roadhog, Worst Aina, mit McCree, Aero, mit Mercy, iClick for Heads mit Zarya, Mr. Watermelon, abermals mit Tracer, Magic Muffin mit Brigitte, eine beliebte Rolle, Moody mit Soldier, Gypsy Danger, abermals mit Reinhardt, Midori mit Diva, Mr. Knister mit Moira und Kreuxis erneut mit Doomfist. So, da geht's auch am Punkt, ans Eingemachte. Die ersten Toten sind da. iClick for Heads holt sich Magic Muffin. Gypsy Danger holt sich Worst Aina. Midori holt sich One Hit. Aero holt One Hit wieder. Moody holt sich Aero. Kreuxis holt sich One Hit. Laserly holt sich Midori und auch den Mech zuvor. Laserly holt sich hier Gypsy Danger. 3:3 auf dem Punkt. Es wird ordentlich gekämpft. Worst Aina holt sich hier Moody. iClick for Heads, Mr. Knister, Laserly, Midori aus dem Mech. iClick for Heads, Magic Muffin und Midori. Und da geht die Eroberung für das Team Rage Angels los. So, auf der anderen Seite sieht man, wie hier Moody, Todesmoody über die linke Flanke gibt, ein wenig auf Aero hält, aber man scheint sich allgemein auf die linke Flanke geeinigt zu haben. Ulti gut aufgeladen bei 99%. Man geht raus aus dem Mech, schaut was passiert und kann in dem Falle leider keine holen. Moody holt sich Mr. Watermelon, ein Tracer-Duell, das wir leider nicht gesehen haben. Worst Aina, Kreuxis, One Hit holt sich Gypsy Danger, Aero holt Mr. Watermelon wieder, Magic Muffin holt sich One Hit und da wird weiter auf den Punkt gekämpft, als wäre nichts. Moody holt sich iClick for Heads, Magic Muffin, Aero, Mr. Watermelon holt sich sowohl Midori als auch ihren Mech. Magic Muffin daraufhin Worst Aina, ich versuche jetzt irgendwie gerade mal wieder dahin zu schalten, wo die Action ist. Moody holt sich Laserly. Oh. Und da ist der Punkt abermals erobert. Es geht hin und her. Verzeiht. Wie gesagt, ich brauche so langsam mal einen Hustenbonbon. Ich hoffe, ich mache mich relativ gut in dem Falle. Worst Aina holt sich Gypsy Danger. Da wird wieder ordentlich Druck gemacht. Man steht kompakt im Team Rage Angels. Lässt sich da gerade ein bisschen auseinandertreiben. Man zieht sich ins Haus zurück. iClick for Heads holt sich Kreuxis, Midori, Aero. Und da haben wir eine weitere Ulti. Nein, abermals haben wir keinen Treffer dabei haben können. Die Diva-Ulti heute
in vielen Fällen ein Zünglein an der Waage, aber in dem Falle nicht. Worst Ana holt Midori aus dem Mech. Ebenso wie Magic Muffin Kreuxis holt sich Worst Ana Mr. Watermelon Moody. So wie Gypsy Danger iClickForHeads holt sich Kreuxis. iClickForHeads holt sich ebenso Mr. Knister. Und da ist es wieder ziemlich hart auf dem Punkt. Midori wird aus dem Mech gepoolt und danach gleich erschlagen. iClickForHeads in dem Falle verantwortlich für diesen Schlag. 66% Hulk Nation, 55% hier die Rage Angels. Es bleibt eng. Abermals soll die linke Seite genutzt werden, um hier Druck zu machen. Hier schon ein wenig von der Ulti geblockt. Und da haben wir die Brigitte Ulti. Man bleibt zusammen. Kreuxis holt sich One-Hit. Da wird wieder ordentlich geflankt. iClickForHeads holt Midori aus dem Mech. Midori allerdings noch am Leben. Mr. Watermelon holt sich Kreuxis. Da ist wieder das Team Hulk Nation auf dem Punkt. Moody holt sich Aero. Mr. Watermelon holt sich Mr. Knister. Laserly, Magic Muffin, Worst Ana, Moody, Gypsy Danger holt sich Worst Ana, Laserly holt sich Gypsy Danger. Und wie man sieht, endet es nicht. iClickForHeads, abermals Midori aus dem Mech und mit dem Todesstoß. 86% zu 88% steht es hier. Derzeit das Team Rage Angels dominant am Punkt. Da wird die Ulti gezogen. Kreuzes holt sich Mr. Watermelon, Mr. Watermelon noch Magic Muffin. Aero holt Mr. Watermelon wieder. Da gibt es ordentliches Geballer am Punkt. iClickForHeads holt sich Gypsy Danger, Laserly holt sich Moody. Da klingelt es und ich kann nicht an die Tür gehen. iClickForHeads holt sich Midori, Kreuxis, Aero, Kreuxis holt sich Mr. Watermelon, Laserly, Happy aus, Mr. Knister, Worst Ana und da ist das Match vorbei. Und ich habe gar nicht mitbekommen, wer jetzt gewonnen hat. Da muss ich jetzt mal ganz direkt schauen. Happy aus! Gypsy Danger auf jeden Fall hier mit dem Podgy. Wird festgehalten. Dank Hundebellen abgelenkt. So. Und iClickForHeads tatsächlich Defeat. Defeat. Ich muss ganz kurz wohl an die Tür gehen. Ich bitte um Verzeihung, Leute, während ich hier noch ganz kurz auf dem Bildschirm bleibe. Kleinen Augenblick bitte. So, Verzeihung, ich schalte hier mal ganz kurz wieder auf den Talkscreen. Ich war für den kleinen Augenblick weg, ob ihr es glaubt oder nicht. Der Nachbar hat Pizza bestellt und bei uns wurde in dem Falle angeliefert. Wäre schön gewesen, gab leider keine Pizza, gab nur in dem Falle lecker, lecker. Stört mal den Stream für einen kleinen Augenblick. So, kein Problem. Das wird hier nochmal kurz eingetragen. Und ich kann nur sagen, sehr, sehr schöner Scrim. Und ja, war einfach toll. War wieder spannend, wie diese beiden großen Teams aufeinander getroffen sind.
bislang noch nicht geschehen, aber da können wir noch mehr sehen. Morgen das Team Holy gegen die Revelation Hunters. Und ich schalte jetzt mal, wenn nicht alles schief läuft und die Technik mich nicht wieder einmal verlässt, auf das Geschehen so, dass wir sehen, was gerade bei Marbles an der Registrierung bereits SEK, genau. was bei Marbles an Registrierung reingekommen ist. So, ich versuche das zumindest mal und drücke hier. Wir sehen, dass ich nichts sehe. Okay, also die ein oder andere Kugel ist schon da. Gebt einfach in dem Falle Ausrufezeichen Play ein, um dran teilzunehmen. Und ich melde mich gleich nochmal in wenigen Sekunden wieder. Lasse euch diese wunderschöne Ansicht, damit ihr auch seht, was los ist. Denn ich starte den Countdown mit 360 Sekunden. Zack. Und ja, wie gesagt, bislang haben wir drei Teilnehmer, drei Kugeln. Startet durch, seid dabei für das kleine Giveaway. Hat nicht Rage Angels gewonnen? Ja, ja, natürlich, natürlich habt ihr gewonnen. Entschuldigung, gar keine Frage. Schiebung! Ja, gar keine Frage mit einem 4:1. Aber, wie gesagt, auch von den Rage Angels, auch von der Hulk Nation eine unglaubliche Leistung. Ich muss sagen, super. So, ich mache hier nochmal kurz die Wette fertig, hoffe ich. Vielleicht kann ich meine Maus bewegen oder auch nicht. So, da schalte ich mal kurz ins Menü. Und dann drücke ich auf Rage Angels. Da haben wir den Gewinner. Und damit habt ihr natürlich, oder gibt es auf jeden Fall den Karma-Ausschuss hier. 1500 Karma hat da gerade jemand gewonnen. Glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Da kann ich dann in dem Falle... Ah, nee. Okay. Ah, da gibt's die Quote. Ja, ich weiß, Rage Angels hat gewonnen. Ich trage das hier, wie gesagt, intern nochmal ganz kurz um. Kann das jetzt akut nicht machen. Bin sofort da. Ja, ha. Sag mal, habe ich das Mikro auf Stumm? Nein, habe ich nicht auf Stumm. Na, dann hört doch mal zu. Ihr. Gut. Rage Angels haben das letzte Match gewonnen. 4:1 auf jeden Fall. Und jetzt werde ich mich nicht mehr zu dieser Thematik äußern. Registriert euch. Ausrufezeichen Play. Um dran teilzunehmen. Ich weiß, dass der Delay auch da ist. Vielleicht liegt das auch daran in dem Falle. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Rennen hier ausgeht. Und keine Sorge, die Punkte werden so eingetragen, wie sie tatsächlich sind, mit einem 4:1.
So, ich bin dann auch wieder da. Traut euch, 1 Minute 30 noch für die Registrierung. Ausrufezeichen. Man hört einfach noch Overwatch im Hintergrund. Das ist ärgerlich. Aber ist doch auch was Schönes. So ist es nicht ganz stumm für den Moment. Aber wie ich bereits sagte, das liegt an der Technik. Leider können wir es uns nicht erlauben, darauf zu verzichten, dass die Hornet hier am Samstag arbeiten geht. Und von daher ist es so, dass wir damit in dem Fall leider Vorlieb nehmen müssen. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwann im Laufe des nächsten Jahres noch geändert. So, 4 Teilnehmer haben wir bisher. Eigentlich sollte ich wohl eine Maus haben, habe ich den Eindruck. Habe ich nicht. Das ist... Ah, jetzt habe ich wieder eine Maus. So gehört sich das wohl eher. Zack, aha. Über Tab kriege ich eine Maus oder auch nicht. Wie gesagt, drückt Ausrufezeichen Play und ihr seid dabei. 25 Sekunden hier noch. Von daher, ja. Damit fallen die Kugeln. Wir haben 3 Teilnehmer. Laserly, Vortex, Darkside Angel und Nikjo. Hier in diesem gewaltigen Pachinko-Automaten. Ich versuche das Ganze so gut wie möglich und so fließend wie möglich zu verfolgen. Im Moment Laserly vorne. Hier in der Bahn. Schwingt durch und zieht kräftig weiter. Gefolgt von Vortex. Jetzt nicht mehr Vortex und Darkside Angel gewechselt. Nikjo holt ebenso auf. Aber Laserly immer noch klar vorne hier. Da kommen sie. Klack. So, da sieht man sie auch. Nikjo jetzt weit, 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 weit vorne. Durch irgendein Portal gestürzt. Aber... nicht in der Lage, ins Ziel zu kommen. Laserly jetzt vorne. Was passieren hier für Dinge? Offenbar gibt es hier Gelegenheit, immer wieder durch das Portal zu fallen und an einem früheren Punkt zurückzukommen. Harte Nummer, harte Nummer. Da fallen sie abermals durch die Portale. Klack, 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 klack. Laserly. Diesmal wieder vorne. Das eine Portal wird es irgendwo sein, das hier hinterher den Weg hineinführt. Oder der Sprung, wie ich das hier sehe, über einen dieser Bolzen, wird hier zum Ziel führen. Nikjo, also Yoshi, in dem Falle raus. Darkside Angel überfliegt das Ziel, ist auch raus. Wir haben nur noch 2 Teilnehmer, in dem Falle Laserly und Wethem. Oder We Them. Laserly mit einem neuen Anlauf. Auch Weather mit einem neuen Anlauf zum Versuch, hier reinzukommen. Gleich werde ich auch noch Musik anmachen, aber das, naja. Ne? Oh ja, nie erwähnen. So, Laserly wieder vorne. Balanciert sich hier durch den Wald der Springmöglichkeiten, fällt wieder durchs Portal. Wethem auch durch, fällt abermals durchs Portal. Ich hoffe doch ganz stark, dass wir hier in Kürze einen Gewinner haben werden. Und Laserly! Laserly ist durch! Wer hat ihn fliegen sehen? Ich habe ihn nicht fliegen sehen, aber es war beeindruckend. Einmal links, einmal durch und Laserly ist einfach mal im Ziel. Wethem stürzt hier im letzten Versuch ab. Und Laserly, herzlichen Glückwunsch. Du bist der heutige Giveaway-König. Und ich drehe gleich für dich das traditionelle Rad, wie du es und andere gewohnt sind. Schalte hier wieder rein in Overwatch, damit die Musik auch wieder passt, die läuft. Und... ja, gehe hier
abermals auf den Talkscreen. Hallöchen. So, bevor es hier jetzt noch weitere Ärgernisse gibt, kümmere ich mich ganz kurz darum, dass das Team Hulk Nation einen abgezogen bekommt und das Team Rage Angels einen dazu. Dann gibt es hier auch gar kein Vertun mehr und die Tabelle, die im Hintergrund ist, ist richtig. Zip. Dann schaue ich mal eben. Ich glaube, ich muss in den Overwatch-Screen, wenn mich nicht alles täuscht, um Sorge dafür zu tragen, dass... Vielleicht. Talkscreen. Da. Ah, da haben wir das Rad. Ich schalte das Rad an. Ich hoffe, es ist leicht zu sehen. Nein, ist es nicht. So, da ist das Rad für dich, Laserly. Herzlichen Glückwunsch. Und dann schauen wir mal, was das Rad für dich bereithält. Dafür muss ich hier auch wieder ein bisschen durch die Gegend kalippern und so. Und Ad-Kategorie und... Safe Settings. Nein, ich will das Rad drehen. Spin Wheel. Und wir schauen, wo es stehen bleibt. In dem Fall ist es... auf jeden Fall auf einer goldenen Sache stehen geblieben. ich kann leider gerade nicht genau einsehen, da es hier sehr, sehr klein ist, was es ist. Ich denke, du hast ein Spiel gewonnen. Den Motorsportmanager. Genau, du hast den Motorsportmanager gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ich schicke dir gleich auf jeden Fall den Steam-Link. Ich fand das vorher besser. Was fandest du vorher besser? Jetzt bin ich irritiert. Also, wie gesagt, ich schicke dir auf jeden Fall gleich dein, nicht Steam-Link, dein Steam-Key zu. Und dann kannst du dir das Spiel kann ich verstehen? Was habe ich denn jetzt schon wieder angestellt? Naja, egal. Dann kannst du das Spiel auf jeden Fall eine schöne Runde spielen. Ich werde heute Chill Out Overwatch leider nicht streamen können, da ich an meinen PC wieder rübergehe, um mit euch noch ein paar chillige Runden Overwatch zu spielen. Vielleicht auch das ein oder andere Ranked, wer Lust hat. Und morgen ist es dann so, dass Chill Out Overwatch auch wieder ganz regulär übertragen wird. Aber ich weiß, ich habe das so vielleicht dezent das ein oder andere Mal erwähnt heute. Die Hornet als Technikerin, ohne die komme ich einfach nicht klar. Ja, gut. Dann schalte ich jetzt mal gleich Musik für euch an und auf den Endscreen. Und ich freue mich, dass ihr heute dabei wart. Es waren, wie gesagt, tolle Matches. Es ging hin und her. Man kann nicht sagen, das Einseitigste war. Gut, das dritte Match. Das dritte Match hatte eine gewisse Einseitigkeit. Die Rage Angels waren da sehr dominant. Und auch am Anfang. Aber man muss sagen, die Hulk Nation hat sich immer wieder gefangen. Und mit dem 3:1 haben sie spätestens bewiesen, dass sie sich schlicht und ergreifend nicht unterkriegen lassen. Rage Angels, herzlichen Glückwunsch, ihr habt es euch verdient und euch allen noch einen wunderschönen Abend, die ihr keine Lust habt, jetzt noch ein Ründchen mit mir zu zocken. Kann ich verstehen, war eine lange Spielesession und es hat einfach Spaß gemacht. So, bis später, bis gleich, bis morgen, ich freue mich auf euch, tüdelü! Was lightning before the thunder. Stage while you were clapping in the nosebleed.
thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder, 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 feel the thunder. Lightning and the thunder, 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 feel the thunder. Thunder. Lightning and the thunder. Thunder.